Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit den Fraktionsmissionen in Fenbok. Das sind die letzten Fraktionsmissionen. Und wir sollen ein notwendiger Mord Sentinel Commander finden und wahrscheinlich ausschalten. Deswegen ein notwendiger Mord. Und gefangene Person finden. Oh nein, ich habe den Fahrersitz verpasst. Und ich vermute, den Gefangenen irgendwo hinbringen. Sonst wird es ja keinen Sinn machen. Was es auch keinen Sinn macht, ist, dass es... Ja, dass es alt umsehen heißt, aber man sich nicht wirklich umsehen kann. Hier haben wir 2 Kilometer gehabt. Hier haben wir 1,8. Ja, wir fliegen zuerst dahin. Ich würde so gern da gucken. Der Komplex sieht ziemlich cool aus. Das sind zwei ähnliche Komplexe da hinten auch. Okay. Vielleicht ein bisschen. Oh, was ist das denn? Oh Gott, nicht so. Oh mein Gott, das ist ein. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist ein Behemoth. Es ist ein Behemoth. Eine Behemoth-Drohne. Aber. Dich werden wir erst in der nächsten Folge jagen. Ich habe tatsächlich schon einmal einen Behemoth gelegt, alleine. Wer mir bei Twitter, Pinterest oder Instagram folgt, der weiß das schon. Da habe ich nämlich ein Bild davon gepostet. So, hier sieht doch aus wie ein perfekter Landepunkt. Sogar noch mit Bananen oder nee, Kokosnüssen auf dem Boden. Obwohl hier gar keine Kokospalmen sind. Was hier die Kokosnuss auf dem Boden macht, weiß ich nicht. Ist hier der Gefangene? Das sieht mal so aus. Da hinten waren noch Feinde, die mich eben fast entdeckt hätten. Nomad kommt zu ihrer Rettung. Naja, wenn Nomad noch was sehen würde, dank diesen ganzen scheiß Symbolen, auch dank diesem riesigen grünen Kreis. Weißt du was? Ich glaube, ich benutze hier tatsächlich zum ersten Mal eine Blendgranate, wenn ich nicht vorher entdeckt werde. Hä? Was denn? Was geht mit ihm ab? Wo ist er denn hingerutscht? Er ist bis hier hingerutscht? Eine Schieber-Wollmütze. Toll, werden wir jetzt schon zum Mafia-Schieber? Oh, plus 4 Tarnung. Gut. So, erstmal hier ganz gemütlich. Wenn wir die Infos bekommen. Ah! Das ist fast unmöglich. Was soll ich denn fokussieren? Da ist nichts. Hier kann ich untersuchen. Gut. Ah, da kommt die Päckchendrohne. VHS-D2. Ich glaube, die machen wir aber nicht als Video, oder? Mal schauen. Ich warte, bis sie ein bisschen näher ist und nicht mehr über dem Wasser ist. Wobei die ja sowieso immer wegfliegt. Na toll, sie fliegt genau ins Wasser. Oder? Nee, sie liegt noch an Land. Sie ist am Baum hängen geblieben. Cool. Generische taktische Sens-Handschuhe. Sentinel-Handschuhe. So, hallo lieber Gefangener. Person führen. Kommen Sie bitte mit. Sie sind jetzt mein Gefangener. Oh nein, eine Sentinel-Drohne. Na, Dingens. Azrael-Drohne. Fällt auch nicht.
Und er denkt sich so, Mann, Alter, was machst du da? Bist du blöd? Nein, schau am Himmel. Die Azrael-Drohne. Wie sie so scheiß majestätisch da rumgleitet. Ich fühle mich nicht gejagt, ich fühle mich nur genervt von dieser Drohne. Gut, das müsste schon reichen. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Jetzt bin ich so frustriert, jetzt muss ich jemanden töten. Boom, Headshot. Ja, versteck du dich nur da. Ist mir recht. Tschüss. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Aber nur ein bisschen. Die Bäume sehen schon cool aus. Wie in Hawaii. Und da ist doch irgendwo, ist da doch jemand. Aber wahrscheinlich hinter den Bäumen. Deswegen sehen wir den nicht. So, wo bringen wir dich denn hin? Nach da nicht. Da vorne, 322 Meter. Das ist bestimmt dein Bestimmungsort. Guck mal, mit diesem ramponierten Heli wirst du jetzt fliegen. Freust du dich schon? Ja? Anschnallen, festhalten, los geht's. Ups. Hier, ein kurzer Ritt. Da sind wir schon. Hier, du bist wieder zu Hause. War eigentlich langweilig, aber was soll's. Es war eigentlich ganz cool mit der Blendgranate und so. Aber halt sehr generisch. Aber das sind eben die Missionen ohne M9. Die ich noch nicht gelevelt habe. M9 ist in allem schlechter, außer in der Magazingröße wird zerlegt. Zack. Ich könnte eigentlich auch die Kleidung mal zerlegen. Gibt ja auch immer ein bisschen was. Was für einen Sinn hat das, dass das jetzt so oft da steht? Kann da nicht einfach ein... Ah, ich glaube, das... Ja, es kommt immer eins dabei, weil es nicht geklärt wird. Okay. Ich könnte es ja melden, aber es bringt nichts. Ich kann nicht im Forum posten. Also meint, ich soll mich als Mensch verifizieren. Was aber nicht geht. Weil keine Oberfläche dafür vorhanden ist. Also ist kein Capture da. Also es ist vielleicht da, aber es wird nicht angezeigt. Könnt ihr mal im Quellcode gucken. Den Quellcode manipulieren, sodass er angezeigt wird. Ich finde sowas, was ich jetzt hier gerade mache, ich finde sowas hat in einem Ghost Recon Spiel nichts verloren. Ganz ehrlich. Wie gesagt, das Spiel macht Spaß. Aber das, was an dem Spiel Spaß macht, ist das gleiche, was mir schon in Ghost Recon Wildlands Spaß gemacht hat. Dieser, ich nenne es mal Wildlands Game Loop. Der macht immer noch Spaß. Dieser Loot-Kram ist ein bisschen nervig. Das lenkt nur ab. Unnötigerweise. Das hier finde ich zum Beispiel sehr cool, so diese Dinger finden, wobei ich finde, dass es von diesen Intel-Dingern viel zu viel gibt. Aber so dass man den geführten Modus deaktivieren kann, so finde ich sehr cool. Und ich bin schon wieder Passagier. Ich finde es allerdings sehr doof, dass man den geführten Modus, und es kann auch sein, dass es halt nur ein Beta-Bug ist, dass der geführte Modus bei den Fraktionsmissionen keine Auswirkung hat. Ich lande mal auf so einem Gebäude-Dingens, aber ich decke hier noch das Biwak auf. Vielleicht können wir da wieder jemanden wegsnipen. Ich
Ich meine, es ist ja ein notwendiger Mord, heißt's. So. Oh, da ist eine Textur gerade reingeladen. Ist das ein Gebäude? Ist das Gebäude, in die man rein kann? Nur mal so aus Interesse. Das sind Hydrokulturen. Ist das ein hydroponischer Garten? Welchen Sinn hat das, wenn man hier unten auch anbauen kann? Aber man kann da nicht rein oder so, ne? Sieht schon cool aus hier. Ich will auch so einen hydroponischen Garten. Aber wie wird der geerntet? Ich meine, da kommt ja keiner hin. So, durchsuchen. Was sollen wir denn hier suchen? Den Captain. Den Captain sollen wir suchen. Schade, dass der Sichtmodus nicht funktioniert hier. Kann ich da rein? Nein. Ah, ist er das? Nein, das ist ein Zivilist. Da drin ist er. Wie der Zivilist sich erschrocken hat. So, wie töten wir den denn jetzt? Ich dachte, ich kann den einfach von hier oben wegsnipen. Vielleicht sollte ich... vielleicht kann ich ihn rauslocken. Mit der Drohne. Hey, guck mal. Oh. Und schon wurde sie weggesniped. Aber der Captain ist draußen, glaube ich. Ja, nur auf der falschen Seite. Das ist schlecht. Ah, das ist wieder. Das sind wieder lauter Dinge, die nicht gerendert sind. Der versteckt sich irgendwo hinter. Seht ihr, die hüpfen da irgendwo drüber? Aber ich kann es nicht sehen. Target. Hinter dir und über dir. Zack, wie so ein Bolzenschuss. Da kommt er, der Captain. Zack. Ja, die Mission war ganz lustig. Cool. Oh nein, ich wollte nicht auch runter. Oh shit. Ich wollte nicht da runter, ich wollte mich umdrehen. Ich wollte mich umdrehen, um zum Heli zu gehen, aber der hat dann erstmal noch einen Schritt nach vorne gemacht, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen diesem Trägheitssystem. Aber okay, gut. Das waren auf jeden Fall die Fraktionsmissionen in Fennbok. Die letzten Fraktionsmissionen. Und... also in der Beta natürlich nur. Dann sehen wir uns in den nächsten Videos mit den Drohnen. Wobei ich erst... ich habe ja diese ganz kleinen... also wir haben nur Behemoth-Drohnen aufgedeckt. Und Amon. Behemoth und Amon. Und es gibt aber noch eine andere Drohnenart. Kleine Drohnen. Kleine, ganz kleine. Aber wo die sein sollen, weiß ich nicht. Aber egal, da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.